Hallo, das war Kanalfans. Ich bin jetzt hier in Wuppertal-Kronenberg. Ja, hier nebenan ist der Stahlwille, nennt die sich. Ja, die haben gerade Schichtende. Und ich werde mich jetzt auf den Weg machen auf die Bahntrasse, die hier am ehemaligen Bahnhof Kronenberg geendet hat. Ja, das war ein Endbahnhof und ging runter bis Wuppertal-Elbe. Da ist der ehemalige Bahnhof Wuppertal-Kronenberg.
Das hier ist ein, geht die Bahntrasse, die ehemalige, ein Stück durch den Wuppertaler Zoo. Ja, ich glaube hinter mir, also wenn ihr das Bild dreht, rückseits, ja, wo die Felsen sind, da sind glaube ich Raubtiere beheimatet. Ja, und hier unten hinter mir ist kleinere Kinder, eine riesengroße Sandkiste. Ich werde noch ein paar Fotos davon machen und ja, dann könnt ihr euch das noch anschauen. So, weiter geht's. Derzeitige Ende der Bahntrasse. Na, hier soll es dann irgendwann mal weitergehen. Ich denke, es soll wahrscheinlich bis zum Bahnhof Wuppertal-Elberfeld, zumindest kurz davor, oder Wuppertal-Steinbeck gehen. Ja, eine entsprechende Karte werde ich noch einbringen. Ja, man sieht schon, hier ist ein bisschen wilder Trampelweg. Wie gut oder wohin der führt, ich weiß es nicht. Ja, man kann nur hoffen, dass das restliche Stück bis runter ins Tal bald fertig gemacht wird. Denn ich denke auch, wird die Trasse dadurch ein bisschen besser noch angenommen werden. Von Berufspendlern oder Studenten, die vielleicht weiter hier oben auf der Wuppertaler Südseite vielleicht wohnen oder günstigere Wohnungen beziehen können. Das wäre vielleicht eine attraktive Ergänzung. Ja, ich gehe mal hier ein Stückchen weiter und schau mal, wie es ist. Werde ich auch noch ein paar Bilder machen. Ich trete nun wieder den Rückweg an. Ja, von hier geht es kontinuierlich bergauf. Wieder durch den Wuppertaler Zoo, ein Stückchen zumindest. Ja, das sind aber allerdings die äußersten Ausläufer des Wuppertaler Zoos. Ja, und auf geht's, wieder zurück.
bin wieder am Bahnhof Wuppertal-Grünberg angekommen. Ich möchte mich mit diesem Video, mit diesen Bildern nun bei euch verabschieden. Viel Spaß beim Anschauen.